Moin, Leflüt und Ahoi, liebe Landratten und Rädchen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zurück in die Zukunft. Dieser Hut gehört meinem Großvater. Ja, kann einige nicht dran schnüffeln? Das ging doch vorhin. Dieser Hut gehört meinem Großvater. Ja. Oder können wir da jetzt auch selbst hinrennen? Das wäre natürlich auch ein... Spart natürlich auch Zeit. Das war hinter dem Gefängnis. Und wir können natürlich auf dem Weg dahin nochmal eben mit Doc Brown sprechen. Psst, Doc! Auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Ich muss meinen Großvater vorladen. Zeitanzeige kennen wir, Gefängnis. Okay. Wissen Sie was? Damit Ihr jüngeres Ich freikommt und den Raketenbohrer fertigstellen kann, muss ich meinem Großvater eine Vorladung schicken. Großer Gott! Du kannst ihn Arthur nennen. Er ist Kit Tennis Buchhalter. Marty, was du auch tust, es ist entscheidend, dass du die Zukunft deines Großvaters nicht zu stark veränderst. Die Konsequenzen wären katastrophal, schon klar. Das hier ist jetzt auch nicht mehr da, okay. Ohren steif halten, Doc. So, wir gehen jetzt mal hier wieder zurück zum... Was man das jetzt gebracht hat. Ich hoffe, viel. Was nun? Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Ach Mann, warum denn? Interessiert denn das wann? Ich muss ihm die Vorladung übergeben und nicht zuwerfen. Und wie? Ab hier kommen wir allein zurück. Ja. Wer nervt, bekommt es mit Kit zu tun. Mhm. Und wenn wir Kit die Vorladung geben? Du brauchst etwas aus dem Stadtzentrum, damit Arthur rauskommt. Aus dem Stadtzentrum? Was braucht man denn wieder aus dem Stadtzentrum? Okay. Überlegen wir mal. Wir waren jetzt Suppenküche, Gefängnis. Da ist natürlich nichts. Rasierschaum! Der Barbershop. Oh Gott, aber wie kommen wir an Kit nochmal vorbei? Der ist ja da direkt davor. Kann ich den zurückgeben hier freiwillig? Vielleicht lässt du uns an den Rasierschaum ran. Das ist hier irgendwie fließend frei, aber okay. Okay, scheinbar nicht. Okay, die ganze Sequenz kennen wir ja nun irgendwo her hier. Fluch nur so viel du willst, ja. So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt Kitten rein und überlebt lang genug, um davon zu erzählen. Du bist tot, du Penner! Überleg dir am besten schon eine Grabinschrift, denn ich werde sie dir ins Gesicht meißeln. Mit Kugeln! Komm! Du ich weiß nicht, was ich tun soll. Schlimmer, je länger du da... Ist wirklich nur, dass... Oben bleibst. Hey, Aini! Achtung, Boss! Da ist wieder der verrückte Köter! Ja, Text wäre ganz hilfreich. Unglaublich, er ist dir schon wieder entwischt. Nein. Wie kriegen wir die denn da mal weg? Absteige. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Sie hätten vielleicht noch weiter... Nö. Wo
brumm, 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 brumm. Hast du was Neues zu sagen? Wir stellen diese Vorladung zu. Ja, so, Bank. Ich weiß nicht, was in der Bank noch holen soll. Ohne Geld brauche ich da gar nicht erst reinzugehen. Okay, da scheinen wir nicht. No hiring. Was gibt's hier? Ich brauche nichts aus dem Laden und ich habe auch kein Geld. Da könnten wir ja was Suppe mitnehmen. Was gibt's, Junge? Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit Bungsmitteln? Genau. Okay, hier gibt's überhaupt nichts. Kann ich mich etwas umsehen? Nein. Können wir vielleicht anrufen? Warte mal. Brown anwesend? Okay, scheinbar nicht. Aufschrift. Eli hielt sie für eine Trunkene und Eli sprach zu ihr, bis wann willst du dich wie eine Trunkene gebärden? Tue deinen Wein von dir. Eli sollte sich um seinen Kram kümmern. Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unser Leben ist ein Schatten auf Erden. Ich bin nicht von gestern, sondern von übermorgen. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Emmet. Typ. Stapelte Tische. Cueball. Beißt nicht. Wah. Ach ja. Bam, 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 bam. Frage ist auch, wie oft uns Kid noch hinterher rennt. Hier der Anwalt helfen? Lieber nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Na, zeig ich ja. Irgendwas anderes machen. Vielleicht mal außen links. Nee. Ganz gemütlich zu Kit oder wie? Spannung pur. Nicht wirklich weiter.
da runter, du Mistkerl. Sofort! Das ist ein Befehl! Das ist kein wirklicher Hinweis, aber das wissen wir schon lange. Oben auf dem Bildschirm wird das Ziel des Rätsels angezeigt, an dem du vermutlich gerade arbeitest. Direkt unter dem Ziel sind nebeneinander die verfügbaren Hinweise für dieses Ziel aufgelistet. Es können bis zu 4 sein. Der markierte Hinweis wird gerade angezeigt. Wenn du einen weiteren genaueren Hinweis benötigst, klicke auf noch einen Hinweis, um den nächsten Hinweis freizuschalten. Okay. Das haben wir aber auch schon getan. Mach mich. Hey, Einie! Hey, Einie, komm du mal hier her. Achtung, Boss! Da ist wieder der verrückte Köter! Unglaublich, er ist dir schon wieder entwischt! Der... Okay, was gibt's sonst noch aus dem Stadtzentrum? Wir haben den Hut ja. Nur den will er ja nicht, ne, vorher abgeben. Psst, Doc. Doc, kannst du uns sowas geben? Hey? Ohren steif halten, Doc. Dann gehen wir mal hier entlang. Und schon. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Hier frische Brötchen? Nee. Da geht's nur zurück zum Rathausplatz verlassen. Nee. Irgendwas zum Anklicken. Irgendwas. Außer der Summe. Was nun? Das hatten wir aber schon. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Frag mich mal. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Entschuldigung. Ein andermal. Ach ja, so, Freunde. Was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Nervös auf und ablaufen, auf jeden Fall, das ist immer gut. Also wir können ihm nichts geben. Er kommt damit nicht raus. Wie kriegen wir ihn da runter? Die Hinweise sind auch echt alle für den sonst was. Wir haben doch diesen Alkoholkram schon gemacht. Ja. Achso. Na. Dachte, ich kann das hier überspringen. Geht auch nicht. Hier rein. Ich werde wohl von hier draußen mit Doc reden.
Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Okay. Hol dir die Suppe und rette deine Seele. Geht's in die Suppenküche? Edna, Edna ist weg. Edna ist schon ausgebrochen von hier. Fährt er hier im Kreis? Was ist das denn? Okay, der fährt im Kreis hier. Das Spiel schon genial gemacht. Es hat nur so manche Schönheitsfehler. So die letzten kleinen Details fehlen da irgendwie am Ende. Zum Beispiel, wenn die Texte einfach abbrechen oder wenn hier die Leute stehen, Lippen bewegen sich, aber die sagen halt nichts. Ich habe die Suppe durch Alkohol ausgetauscht. Jetzt muss ich ihn nur noch zu Emmett schaffen. Edna war ja auch schon da. Dame Kassettenrekorder. Müssen wir hier nochmal irgendwas auslösen? Hey, was glaubst du, wo du hingehst? In die Küche? Nur Personal darf in die Küche, Schluckspeck. Yum, yum, yum. Was gibt's, Junge? Das kennen wir ja nicht. Also, das war mal eine Suppenküche? Was? Wie ist ja sonst nix? Ist das alles Kohlsuppe? Vorhin jedenfalls. Gibt es hier auch andere Suppen? Nein. Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Warum ist sie so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Genau. Warte nur, wohin dich die Neugier bringt. Was gibt's, Junge? Das ist alles irgendwie wirklich weiter. Vor allem, die Edna hat doch das Alkohol fast schon. Ja, okay, so sind wir auch schon. Also, es ist ein bisschen wie hier jetzt sich Hilfe holen, diese Hinweise andauernd zu nutzen, aber ich weiß gerade nicht die weiter. Und Edna ist doch weg, die ist doch schon mit ihrem Fahrrad und dem Fässchen zu Emmett Browns Anwesen. Das hatten wir doch schon alles. Ja. Ja. Machen wir schon. Und rief es auch nicht. Weil ich komme von rechts angerannt und jetzt bin ich auf einmal links im Bild. Wie mache ich das eigentlich? Ist auch interessant. Ja. Ist doch schön, dass wir nur wie über Mauern hüpfen können.
Nee, ja. Ärger, Frust, Frust. So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt Ketten rein und überlebt lang genug, um davon zu erzählen. Du bist tot, du Penner! Überleg dir am besten schon eine Grabinschrift, denn ich werde sie dir ins Gesicht meißeln. Mit Kugeln! Komm! Du machst es nur noch schlimmer. Je länger du da oben bleibst, umso langsamer werde ich dich ausweiden. Ausweiden? Sag ich doch. Wenn du weißt, was gut für dich ist, kommst du verdammt nochmal darunter. Hörst du? Ich bin ein ziemlich geduldiger Typ, aber mein Finger juckt langsam am Abzug. Wir können... Was soll man hier oben überhaupt? Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, sag drei. Ich weiß, was nach zwei kommt, Dummkopf. Wollte nur helfen. Um null machen. Ich übernehme das Ziel. 0,0,0,0,0,0,0. Wir zeigen ein Bild von... Gut. Wo war ich jetzt? Glaube, ich glaube, dieses Bild hat die Leute noch. Weißt du was? Vergiss... Wenn wir ein Buch an den Kopf werfen... ...ist das Ziel. Komm einfach runter und füg dich verdammt nochmal deinem Schicksal, okay? Boho. Kommt eine 9. Ja, ich rede mit... Hier, Mistflieger. Komm runter und stell dich deiner Strafe wie ein Mann. Weißt du was? Vergiss das Ziel. Komm einfach runter und füg dich verdammt nochmal deinem Schicksal, okay? Ja, ich rede mit dir, Mistflieger. Oh. Komm runter und stell dich deiner Strafe wie ein Mann. Ah. Da runter, du Mistkerl. Sofort! Das ist ein Befehl! Dann fresse ich einen Besen. Nein! Ich bin nicht wütend, Trottel. Komm runter, die Suppe... Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter! Ich glaub das jetzt nicht. So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt Ketten rein und überlebt lang genug, um davon zu erzählen. Du bist tot, du Penner! Hey, Aini! Achtung, Boss! Da ist wieder der verrückte Köter! Schweigen im Walde. Angestrengt, die ihre Augen. Unglaublich, er ist dir schon wieder entwischt. Wir sollten... Anfangs sagt er gar nichts, dann sagt er ganz komische Sachen und kaum ist man im Inventar, fängt er auf einmal... Wie dieses Auto? Fängt er auf einmal an, die... Komm runter zu reden. Man geht doch nicht ins Inventar oder um... Na egal, also ich versuche jetzt was. Vermutlich kriegen wir mit der Sprachaufnahme den anderen jetzt runtergelockt, weil er ja sagt, komm runter, du Feigling oder irgendwas in der Art. So. Wo ist er denn jetzt hier? Der Kassettenrekorder. Und dann, Achso. Erst summen. Ja, summen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. An dieser Stelle muss ich mir auch verarscht vorkommen, wenn alles nur immer bei mir klingelt. Das sind immer dieselben Personen mit einer anderen Ausrede. Hm? Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Huch! Wo ist Kit? Ja, hier. Reden wir mal mit dir. Hey! Hä? Arthur? Och, nö! Vielleicht hätte ich gleich mit der Vorladung los... Mich haben gerade zwei Idioten runtergelockt mit einer Tonaufnahme. Was nun? Es klingelt nochmal. Was mache ich? Ich mache nochmal das Fenster auf und falle auf denselben Trick gleich nochmal rein, oder wie? Toll, dass er jetzt froh und dann wieder zurückläuft. Was
Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Weiß nicht, aber jetzt kann ich gleich weg. Ich hab hier was für dich. Wo ist Kit? Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kittenen? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft? Aber Kit wird mich töten. Dummer, dummer Artie. Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Ui. Oh Gott, oh Gott. Die Vorladung wurde zugestellt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Oh, na endlich, ey. Doc! Ich geh los und hol den Raketenbohrer. Gut. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Ob das wirklich klappt, Doc? Emmett? Lass dich nur nicht von meinem maroden Labor täuschen. Wenn alles ganz genau nach Plan läuft, sind wir schon bald im Besitz des stärksten Raketentreibstoffs der Welt. Stark? Wie? Das ist ganz einfach. Diese Kurbelwelle induziert eine starke Spannung direkt in die Elektrolysekammer, wo Wasserstoff entsteht, der regelmäßig in den primären Destillationszylinder abgegeben werden muss. Während wir uns um den Wasserstoff kümmern, müssen wir die Proteinflex in dieses Aquarium mit Knöllchenbakterien streuen, um den nötigen Stickstoff für die Katalyse der Reaktion zu erzeugen. Cool. Kalt? Nein, heiß. Extrem heiß. Die Temperatur muss genau auf 623 Kelvin gehalten werden, indem man mit diesem Ball hier pumpt. Noch Fragen? Ja, hier nochmal auf Deutsch bitte jetzt. Emmett! Versuchen die zwei Totenbolder auf meinem Rasen! Heiliger Bimbam, das ist mein Vater! Und? Und er weiß nicht, dass ich hier wissenschaftliche Forschungen betreibe. Er denkt, ich komme hierher, um Gesetzestexte zu brauchen. Oh. Kümmere dich um die Reaktion, ich versuche ihn abzuwimmeln. Kümmere dich um... Wow, können wir nicht einfach von vorne anfangen, wenn er weg ist? Zu spät, die Reaktion läuft schon. Keine Sorge, ich versuche zu helfen, wo ich kann. Aber... Ich komme, Vater! Vater! Nichts damit, Vater! Junge! Was? Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Könnt ihr mal ein bisschen ruhiger sein im Hintergrund? Danke. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was ist jetzt los? Was? Achte genau auf meine Betonung. Ja, whatsoever. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Hummel, Moos, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin.